Mein Name ist Dietmar Bochert, ich bin 57 Jahre alt und seit März 2021 in der Marienhofsgruppe. Powerfrauen, das ist die Kampagne, für die wir hier drehen. Und jetzt wundern Sie sich bestimmt, warum hier ein Mann sitzt. Nun, ich wollte Ihnen eigentlich gerne die Hintergründe zu der Kampagne erzählen. Warum machen wir das und warum ist es uns wichtig? Das Thema Frauen im Job und Frauen in Führungspositionen wird vielschichtig diskutiert. Es gibt nach wie vor leider noch Positionen, die das als unvereinbar sehen. Es gibt Positionen, die sagen, ja, da müssen wir was tun, aber wir müssen noch dran arbeiten. Und es gibt Gott sei Dank sehr viele, für die das selbstverständlich ist. So sehen auch wir das als selbstverständlich an. Die Frauen sollten ihre Chance... Kommt die nächste Frage, gleich nochmal im Zettel gucken? Mir fällt kein Wort in. Okay. Teile zeigen oder nicht? Hatte ich mir überlegt. Wir bei der Marienhofsgruppe wollen jetzt nicht auf einen Zug aufspringen, sondern zeigen, wie es wirklich ist bei uns. Zugleich möchten wir damit aufräumen, dass der Eindruck besteht, im Gesundheitssektor würden Frauen nicht in Führungspositionen arbeiten. Bei uns ist es selbstverständlich. Bei uns finden sich Frauen auf allen Ebenen und in allen Führungspositionen, ob in der Geschäftsführung, in der Klinikleitung, als Chefärztinnen oder im Pflegedienst. Das mag vielleicht an unseren Wurzeln liegen, daran, dass wir vor 160 Jahren von Margarete Flech oder Mutter Rosa quasi gegründet wurden, als sie die Not erkannt hat und gemeinsam mit anderen Frauen sich der Verantwortung gestellt hat und Führung übernommen hat. Genauso waren es die Ordensschwestern, die vor rund 120 Jahren als zweite Frauen überhaupt in Deutschland eine GmbH gegründet haben und bis heute die Verantwortung übernehmen, Menschen in Not zu helfen. Neuling, der ich ja mit 7 Monaten noch bin, erlebe ich hier eine tolle Vereinbarkeit von Werten, die auch wirklich gelebt werden. Nur ist das Thema Gender nicht das einzige Thema, was uns bewegen sollte. Eigentlich geht es um mehr. Es geht um Diversität. Und Diversität ist mehr. Diversität ist alt und jung. Diversität sind unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Weltanschauungen. Diversität bedeutet eigentlich, nicht darüber reden zu müssen, sondern es als selbstverständlich zu sehen. Denn Diversität bietet uns allen einen echten Mehrwert, als Menschen und auch als Unternehmen. Sind wir da perfekt in der Marienhofsgruppe? Nein. Aber wir arbeiten dran. Jeden Tag.